Liebe Zuschauer, es freut mich, heute einen Herrn begrüßen zu dürfen aus meiner Heimatstadt Berlin. Es ist Wolfgang Schmelzer. Herr Schmelzer hat sich an uns gewandt, als wir über die Baupolitik, hier grüne Baupolitik in Berlin gesprochen haben. Und ihm ist und vieler Mitstreiter ist einiges widerfahren, das sicherlich auch bei unseren Zuschauern für Unverständnis sorgen wird. Lieber Herr Schmelzer, danke, dass Sie Gesicht zeigen. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, schönen guten Tag, grüße alle Zuhörer und vor allen Dingen bedanke ich mich bei Herrn Weber, dass er uns gewährt hat, eingeladen zu werden. Ich habe mir hier einige Sachen notiert. Bei den Grünen, also wenn man sich auf die Grünen verlässt, dann ist man verlassen, ist mein Credo. Ich habe hier festgestellt, dass hier gegen die Gesundheit der Bürger gearbeitet wird. Hier ist ein Hausabstand, wenn der Neubau steht, von 15 Meter zu dem neuen Haus. Da kann man dann den Nachbarn auf den Tisch gucken und mitfrühstücken. Zum anderen wurde behauptet, es bestehe eine Umweltprüfung. Und daraufhin hat meine Mitstreiterin angerufen bei den Herren, bei der BVV. Und wir würden gerne mal die Umweltprüfung Einsicht nehmen. Daraufhin hatte er kann uns ja 2 bis 3 Sätze schreiben. Wird ja hier nach Paragraph 34 gebaut, der Bauordnung. Diese Bauordnung wurde geändert. Früher war der Abstand 1, heute ist der 0,4 mal höher. Dadurch kann man überhaupt erst bauen. In dem Prospekt, was die WBM verbreitet, da sieht es aus, als wenn hier ein Zeitungskiosk gebaut werden soll. Aber hier wird der halbe Hof verbaut. Herr Schmelzer, ich darf die Zuschauer noch mal kurz informieren, um was es geht. Und zwar sind es alteingewachsene Strukturen, Wohngebäude mit einer Innenfläche, die begrünt ist. Und da Genau. blenden wir auch mit Bilder ein. Und in diese Innenfläche, in diese Innenfläche soll wie ein Schuhkarton, soll ein Plattenbau hineingesetzt werden. Und es gibt den Paragraphen 34, der setzt gewisse Abläufe außer Kraft, was die Baugesetzgebung angeht. Und diese Abstandsfläche von 1 auf 0,4 bedeutet halt, dass die Abstandsflächen wesentlich verringert wurden. Und wie Sie richtigerweise mit Ihrer Berliner Schnauze, wenn ich das so sagen darf, das gefällt mir, mit Ihrer Ausdrucksform, wo Sie sagen, Sie sitzen beim Frühstück und der Gegenüber kann Ihnen sagen, Moment, mach nicht so viel Leberwurst drauf, das ist zu dick. Also das ist der Punkt. Und hier sagt man, hier wird sich ja über sämtliche Belange der Menschen, die dort leben, hinweggesetzt. Und was Sie sicherlich auch mit am meisten aufregt, das ist, dass die grüne Lunge, die dort schon vorhanden ist, dass die ja im Grunde genommen Beton und Asphalt zum Opfer fällt. Das stimmt. Ich habe hier festgestellt, ich wohne ja hier, also ich bekomme morgens die Hitze auf der einen Seite und hinten, ich bin so dran, dass ich 2 Seiten, ich kann nach hinten rausgucken und ich kann noch nach vorne rausgucken. Und wenn ich hier morgens die Sonne, die steht hier bei mir auf der Seite, da hatte ich 60 Grad. 60 Grad, dann zieht die Sonne rum und wenn dann die Sonne den Bau trifft, der heizt sich dann richtig auf. Also dann ist hinten, wo jetzt die grüne Lunge ist, dann ist da auch Pause. Zum anderen ist in dem Bau, der wird ja so gebaut, die Mittelwohnung, der Wohnung, die das vor der Nase kriegen, die Mittelwohnung, die haben nur eine Seite, die können nur auf das Haus schauen. Die sind ewig im Schatten. Die haben vielleicht morgens für 10 Minuten mal die Sonne. Ansonsten sind die nur im Schatten. Herr Schmelzer, ja, gab es denn irgendwie, klären Sie doch mal unsere Zuschauer auf, ich meine, das sind ja gewachsene Strukturen. Ja. Wie sind Sie denn informiert worden? Ich habe gelesen, zunächst mal war es so, dass die vorhandenen Parkplätze gekündigt worden sind. Und es ist ja eigentlich für Sie immer nur, also es gab nie klare Aussagen, was kommt dorthin. Die Gemeinschaft hat sich ja informiert. Erzählen Sie doch mal, wie Sie informiert worden sind und wie der Lauf der Dinge war.
Wir haben nur durch Hörensagen erfahren, dass hier gebaut werden soll. Und zwar 2019. Aber 2016 wurde schon beschlossen. Daraufhin haben wir eine Unterschriftensammlung gemacht, um gegen dieses Projekt zu intervenieren. Haben eine Eingabe bei der BVV gemacht. Die wurde auch angenommen. Die Umweltprüfung wurde genehmigt. Und dann waren wir eigentlich zufrieden und haben mal gewartet, wann kommt denn nun endlich die Umwandlung? Hier muss doch mal irgendwie ein Ergebnis kommen. Das war im November, glaube ich, wo wir die Eingabe gemacht haben. Und es rührte und rührte sich nicht. Dann haben wir wieder geschrieben an die BVV und daraufhin wurde dann eine Versammlung einberufen, wo wir dann nochmal angehört werden konnten. Und da stellte sich dann heraus, dass der grüne Baustadtrat Florian Schmidt es nicht für nötig hält, eine Umweltprüfung zu machen. Wurde dann abgelehnt, obwohl das vorher von der Versammlung beschlossen und genehmigt wurde. Ist das? Das war dann der Schock für uns. Ist das nicht irgendwo absurd? Ich meine, ich kenne ja nun Berlin sehr gut. Und ich weiß auch, dass Rot-Rot-Grün, aber da sollte doch gerade, da wird doch immer propagiert, die Bürgernähe. Das ist ja richtig. Einmal die Bürgernähe zum einen und einmal, dass man sagt, wir müssen Bestand an Grünflächen müssen wir erhalten. Ist das nicht ein Absurdum? Oder meine, ja, die grüne Umweltministerin, die schreibt ja auch in jeder Zeitung, habe ich Ihnen ja auch einen Beitrag mitgeschickt. Oasen müssen erhalten bleiben, aber ja. Die war dann auch bei uns mit zur Besichtigung. Aber nichts. Mhm. Von keiner Partei, weder die FDP noch die SPD, noch die, also die FDP, die hat mir eine ganz tolle Antwort, die kann ich mich ja nicht mehr erinnern, aber die war sowas von schrecklich. Bei der SPD, die hatte eine Veranstaltung Umwelt und Zukunft. Da waren wir mit dem Plakat, was ich Ihnen geschickt habe. Ja. Und wollten das da zeigen. Da wurden wir vor die Tür gesetzt. Das durften wir da drinnen nicht zeigen. Das ist schon, wissen Sie, ich bin es so gewohnt, ich mache ja diesen Bereich seit über 40 Jahren, dass Projekte der öffentlichen Hand müssen ja kommuniziert werden. Das ist ja im Grunde genommen, ist es ja so, das sind ja Gelder, die kommen ja nicht von den Senatoren oder von der Senatorin, sondern die kommen ja vom Steuerzahler. Nun gibt es ja das Baurecht, es gibt Bestandsrecht. Ja. Und bei uns ist es immer so, und das ist in Berlin nicht anders, wenn irgendwelche Grünflächen, Bäume wegfallen, dann muss es sehr, sehr stark begründet werden. Und das ist hier ein Punkt, wo ich einfach sage, sehen Sie deutliche Defizite, was die Kommunikation angeht, insbesondere hier auch, was die Kosten angeht für sowas. Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Was baut ihr zu welchem Preis? Was kommt hin? Wie stellt ihr euch die Zuftungsgestaltung vor? Denn ich meine, Gesellschaft ist ja Zusammenleben. Da sind wir uns einig. Und Gesellschaft ist Zusammenleben für jeden Menschen, der in dem Land lebt. Aber es muss ja zumindest ein Mitspracherecht für den Bestand haben. Und dieses Mitspracherecht ist offensichtlich überhaupt nicht vorhanden. Ist überhaupt nicht passiert. Also die haben ja 16 beschlossen. 19 haben sie uns informiert, hier wird gebaut. Aber es stand nie zur Debatte, ob wir mit einverstanden sind oder nicht. Hier wird gebaut. Ihr Idioten könnt machen, was ihr wollt. Hier wird gebaut. Wie ist denn das in der, ich meine, Sie sind ja eine Gemeinschaft, Sie sind ein Verbund. Wie denken die anderen Menschen jetzt darüber? Ja, die sind genauso entsetzt wie wir. Aber im Großen und Ganzen muss ich, mich betrifft es in diesem Fall etwas, ich wohne mehr in der Ecke. Der Neubau, ich gucke zwar auf den, aber der wird mich nicht weiter beeindrucken, aber die ganzen Mittelwohnungen, wie ich schon mal gesagt habe, die sind ja im Hintern gekniffen. Ja, nun ist es ja so, Herr Schmelzer, ich finde Ihre Einstellung hervorragend, kommt auch kein Aber. Es ist ja so, wir sind eine Gesellschaft. Und wenn ich jetzt als derjenige, der baut, sagen würde, mich interessiert nicht, ob es Hotels zu sind und was sie machen und, das wäre ja falsch. Wir sind eine Gesellschaft und da hat einer für den anderen mal mitzuschauen und auch für eine Organisation, wie Sie das machen. Sehen Sie denn noch einen Weg, dass es aufgehalten werden kann? Ich kann nur sagen, vielleicht geht Ihnen durch die Corona-Sache das Geld aus. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ich hoffe, dass,
durch diese, also sonst waren wir ja nur in Berlin hier immer präsent, dass durch den Beitrag bei Ihnen mal auch die Republik ein bisschen aufwacht. Ja, es ist für mich, es ist immer wieder erschreckend, wie gewählte Mandatsträger von uns oder nicht gewählte Mandatsträger, aber es heißt ja zum Wohle des deutschen Volkes, zum Wohle der Bürger in Berlin. Wir haben ja in Berlin einen Senat, die Stadtstadt. Wir haben einen Senat und ich kenne, wissen Sie, ich bin ja in der Stadt aufgewachsen, aber ich habe früher noch unter Brandzeiten und da hast du auch Dinge gehabt, aber du hast diskutiert, du hast in den Bezirken diskutiert, du hast einen Stadtrat gehabt, du hast Bezirksräte gehabt, du hast Bezirksbürgermeister und gehabt, da hast du diskutiert, aber das scheint mir heute alles, das wird von oben herunter, wird gesagt, friss oder stirb. Ne? Es ist überhaupt nicht drin. Ich habe ja an alle Fraktionen geschrieben, sie möchten hier zur Besichtigung mal kommen, vor Ort Besichtigung. Nicht einer ist erschienen. Die Einzigen, die sich ein bisschen eingesetzt haben, sind die Linken. Die wollten noch mal einen Antrag einbringen vor der BVV, um doch eine Umweltprüfung durchzuführen. Ja. Das war der Herr Jokisch, der hatte beantragt in einer Ausschusssitzung. Und wer wieder dagegen, also er hätte nur die Stimmen der Grünen gebraucht. Die haben es wieder verweigert. Die Grünen. Es ist widersinnig. Und ich komme auf eines, wir haben ja ganz aktuell das Thema den Mietendeckel. Ich verstehe, wir müssen in den Großstädten und da hört man nicht auf Menschen, die eine Menge Erfahrung mitbringen. Man hört auf große Wohnungsbaugesellschaften, auf Fondsgesellschaften. Ja. Diese Mieten in den Innenstädten, ich verstehe, dass die Leute langsam aber sicher sauer werden. Aber wir werden eine extra Sendung darüber machen, dass wir sagen, auf der einen Seite ist es so, die Mieten müssen bezahlbar bleiben. Und es geht nicht, dass die Mieten ausufern, dass 45% des Einkommens mitunter in Großstädten für Mieten und Nebenkosten bezahlt werden müssen. Dann machen wir eine extra Sendung. Und hier zeigt sich aber, Herr Schmelzer, dass politische Strömungen eigentlich völlig wurscht sind. Man muss miteinander reden nach den Fakten, nach der Realität. Und da heißt es einmal Wohnwert, Bestandsschutz, es muss bezahlbar bleiben. Und das sind Dinge, die gehen mir in unserer politischen Führung völlig verloren. Und deshalb, wenn Sie mich fragen, welche Partei würden Sie jetzt hundertprozentig sagen, ich kann überhaupt keine, weil immer alles Leute dort sitzen, für die das Mandat meistens wichtiger ist, dass sie im Senat bleiben, dass sie im Abgeordnetenhaus bleiben, dass sie im Bundestag bleiben, anstatt zu sagen, zum Wohle des Einzelnen. Genauso. Und es ist leider so. Ne? Genauso sehe ich das auch. Ja, weil man irgendwo sagt, wenn einer dann gewählt ist, Herr Schmelzer, das ist ja das Schlimme, wenn einer gewählt ist, dann vergisst er, sei, ob der Wolfgang Schmelzer mich gewählt hat, scheißegal, ich habe mein Mandat die nächsten 4, 5 Jahre, je nachdem, ob Bundestag oder Landtag ist, aber ansonsten, komm, mach dein Ding. Und dann habe ich das Vorzimmer, die schreiben Ihnen was, sag, komm, schreib dem und dann ist es erledigt. Ne? Diese drei Bauten, die stehen ja hier schon seit 1962, bin ich ja eigentlich. Genau, ja. Dann hat man den Riel davor gebaut. Das war ja ganz gut, da ist es hier bei uns ruhiger geworden. Aber zu DDR-Zeiten wollte man schon mal hier genau in diesem Haus so ein Haus einsetzen. Und da hat hier die die Wohngemeinschaft gegen opponiert. Und dann ist von DDR-Zeiten das verworfen worden. Also da hat man auch Mitspracherecht. Heute ist überhaupt nicht mehr. Naja, das erinnert mich an vieles. Ne? Es ist ja vieles zurückgekehrt, ne? Was man nie gedacht hätte. Ne? Ja. Nee. Aber Herr Schmelzer, ich bin Ihnen dankbar und das zeigt auch, dass wir ein unabhängiges Medium sind. Ja. Ich bin heute Unternehmer, der aber auch zum Wohl seiner Arbeitnehmer denkt. Ja. Und morgen denke ich sozialistisch, weil ich sage, Freunde, mit den Mieten, so kann es nicht weitergehen. Da läuft etwas schief und da werden wir auch eine Sendung darüber machen. Wir werden das Thema Mietendeckel und Verwerfen vom Bundesverfassungsgericht werden wir besprechen, um einfach mal aufzuzeigen, welche Wege könnten denn gegangen werden, dass wir aus dieser hohen Mietpreispolitik herauskommen. Und die sind relativ einfach zu verstehen, das werden wir machen. Herr Schmelzer, möchten Sie noch einen Appell an die Betroffenen richten?
Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, Sie möchten noch mal genau überprüfen, ob das hier überhaupt nötig ist. Hier werden 32 Wohnungen gebaut. Es gibt in Berlin so viele freie Flächen. Da kann man bauen. Aber hier ist ja der Vorsatz der WBN, die Gelände gehört uns und hier können wir machen, was wir wollen. Und darum werden hier einfach 32 Wohnungen hochgezogen. Ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen, die hier wohnen. Wissen Sie, wir dürfen auch nicht vergessen, gerade die Wohnsituation in Berlin, dass der Berliner Senat, seinerzeit war Thilo Sarrazin Finanzsenator in Berlin, zigtausend Wohnungen an die Deutsche Wohnen verkauft hat, die heute dringend gebraucht würden. Ne, das ist auch ein Punkt, das ist alles so widersinnig. Ne? Und keiner wird dann zur Verantwortung gezwungen. Heute wird gesagt, ja, das Thema enteignen. Aber ich sage, Freunde, ihr habt es ja selber verkauft. Mensch, das ist doch logisch. Wenn ihr an große Spekulanten und an Wohnungsbaugesellschaften verkauft, dass da keine Heiligen sitzen, darüber muss man sich doch im Klaren sein. Ne? Vor allen Dingen in Marzahn haben sie 8 Stöcke oder 10 Stöcke Hochhäuser haben sie runtergebaut und mit denen stellen sie fest, sie brauchen Wohnungen und dann wird es wieder aufgestockt. Also so was irret wie in dieser Republik habe ich noch nie erlebt. Und deshalb ist schön, dass Sie Gesicht zeigen und dass wir es aufzeigen. Herr Schmelzer, ich sage recht herzlichen Dank. Sagen Sie bitte nochmal, in der Pinnstraße, wir sind eine Aktion, da soll genau so was passieren wie bei uns. Dass Sie die Pinnstraße da mit erwähnen, nicht, dass ich eins von meinen Kollegen auf den Deckel kriege. Nein, das werden wir nicht. Und wenn ihr irgendwas habt, bitte schreibt unter kontakt@hallo-meinung.de. Und ja. Der Wolfgang Schmelzer kann es bestätigen, wir melden uns und wir machen auch was. Jawohl. Okay. Danke. Recht schönen Dank für Ihren Einsatz für uns. Das mache ich. Alles Gute. Tschüss. Ciao.